Wir befinden uns hier am Anfang des Viertels, des Bremer Viertels, und zwar genau vor der Kunsthalle. Hier könnt ihr ganz unterschiedliche Sachen bestaunen. Einerseits in der Dauerausstellung Werke vom 14. Jahrhundert bis in die heutige Gegenwart mit KünstlerInnen wie Max Liebermann, Caspar David Friedrich oder Paula Modersohn-Becker. Und andererseits gibt es hier Sonderausstellungen wie seit Anfang November die Holzschnitte von Ernst Ludwig Kirchner oder den Ars Viva Preis 2025. So, und 100 Meter weiter befindet sich hier das Gerhard-Marx-Haus. Es ist benannt nach einem deutschen Bildhauer und Grafiker. Hier werden nicht nur seine Werke gezeigt, sondern auch alte Kunst sowie zeitgenössische Werke. Ab dem 1.12. könnt ihr hier die Ausstellung Alles Eisen von Anna Franziska Schwarzbach bewundern. Und für wen Kunst vielleicht nicht so das Ding ist, sagt vielleicht das Programm vom Theater Bremen ein bisschen mehr zu. Das sind 4 Spartenhaus, das bedeutet, dass hier Tanz, Musik, Schauspiel und junges Theater zu finden sind. Und aktuell gibt es hier zum Beispiel zum Vergnügen Produktionen wie den 35. Mai, ein Kinderbuch von Erich Kästner, das jetzt hier inszeniert wurde von Martin Berger. Und wer sich mit etwas kritischeren Themen auseinandersetzen möchte, dem sagt vielleicht die Inszenierung von Rahel Hofbauer zu Emilia Galotti mehr zu. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, man kann hier bei einem Format teilnehmen, offen proben. Da könnt ihr ein bisschen hinter die Bühne des Theaters schauen. Und jetzt gehen wir noch mal eben zur Kasse. Und für die Leute, die nicht so spontan unterwegs sind oder die vielleicht keine Studierenden sind, haben wir noch eine kleine Überraschung, und zwar 2 Tickets für den 35. Mai am 8.01.2025, die ihr gewinnen könnt, indem ihr ganz einfach Campus TV folgt und kommentiert, mit wem ihr gerne hingehen möchtet. Eine ganz andere Art von Theater- und Schauspielkunst findet ihr hier bei Mensch Puppe direkt im Viertel. Hierbei werden die Stücke Breichhardt von handgefertigten Puppen. Das ist nicht nur für Jungen, sondern auch für Alt was ganz Besonderes. Denn hier werden Stücke wie Dracula oder der Glöckner von Notre Dame gezeigt. Auch herzergreifende Stücke, die jeder aus seiner Kindheit kennt. Wie zum Beispiel Der kleine Prinz könnt ihr hier bewundern. Ein weiteres von den Bremer Theatern befindet sich in der Neustadt, die Shakespeare Company. Und wie der Name schon sagt, werden hier viele Stücke von William Shakespeare gespielt, aber auch andere Autorinnen finden hier auf dem Spielplan ihren Platz. Und weil es bei diesen ganzen Programmen schwierig sein kann, eine gute Entscheidung zu treffen, haben wir hier vielleicht das perfekte Match für euch, und zwar die Schwankhalle. Das hier ist ein Ort, wo es nicht nur Ausstellungen gibt, sondern auch Theater, Performances oder Diskursveranstaltungen sowie Konzerte. Und natürlich gibt es noch vieles mehr. Und das steht auf der Website zum Kultursemester-Ticket, die wir euch unten in der Caption verlinken. Bis dann! Ciao!